Hallo und herzlich willkommen auf dem Touch Gameplay Kanal. Mein Name ist André und wir spielen heute mal wieder Modern Combat 5, den Multiplayer. Ich bin im Moment Level 51 und wir schauen einfach mal hier unter den Neuigkeiten, was irgendwie neu sein soll. Ach so, okay, irgendwas auf jeden Fall. Ja, wir zocken mal auf jeden Fall wieder mit der Sharp Tech. Ja, MK14 Sharp Tech, sage ich jetzt einfach mal, weil so sieht die Waffe einfach mal aus, muss man jetzt ehrlich mal zugeben. Sieht aus wie die MK14 aus Modern Warfare 3. Und ich habe gerade richtig Bock, Modern Combat 5 zu spielen. Ich meine, ich habe heute mal so rausgeschaut, heute Morgen, und dann denke ich mir so, what the fuck? Was ist eigentlich wieder mit dem Wetter los? Ich meine, gestern war ich noch in München in der Stadt unterwegs. Heute schaue ich raus und auf einmal. Ja, ist alles verschneit. Naja, muss man irgendwie nicht verstehen. Wir zocken Modern Combat 5, haben drei Spieler im Team und haben zwei Gegner. Deswegen schauen wir doch einfach mal, was ich heute hier so ja, anrichten kann im Modern Combat 5 Multiplayer. Und ich denke mal, an die Sharp Tech habe ich mich jetzt schon so ein bisschen gewöhnt. Es macht auf jeden Fall richtig Spaß, mit der Waffe zu spielen. Und ja, wir werfen mal schön eine Granate dahinter. Und schauen einfach mal, ob da irgendwer hier ist. Da ist, glaube ich, niemand. Oder ich habe irgendwie das Gefühl, die spawnen da hinten. Werfen wir mal eine Granate. Ne, hier ist, glaube ich, niemand. Rutschen wir mal durch die Gegend. Ja. Klappt so gut. Okay. Ja, zwei Gegner ist ein bisschen. Ja, sagen wir mal, scheiße. Zwei Gegner auf so einer großen Karte und da ist einer mir vorbeigelaufen. Fuck, wo ist der? Das Gefühl, dass der hier. Da oben ist einer und es leckt gerade irgendwie ein bisschen. Das auch gerade gemerkt. Da hinten ist ein. So, den hätten wir dann. Und ich glaube, der spawnt jetzt hier drinnen. Kompane, renn da auch mit mir rein. Komm schon. Hab mal Eier und lauf da jetzt mit mir rein, Alter. Nee, der ist da nicht gespawnt, aber der müsste da eigentlich spawnen. Da ist doch einer, oder nicht? Nee, das war nur so ein, wie nennt sich das nochmal, wenn das so reflektiert, die Karte? Da denke ich mal, dass da irgendwelche Gegner sitzen. Ach, mir fällt der, Name jetzt nicht mehr ein. Naja, egal. Da oben ist einer. Fuck, 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 das war klar. Scheiße, ich habe ihn nicht ganz erwischt. Stimmen wir mal für Baustelle ab. Scheiße, ich habe ihn leider nicht ganz erwischt. Aber wir werfen einfach mal eine Granate da hoch. Ah, ne, der ist da nicht mehr. Shit. Ja! Die Sharp Tech ist eine geile Waffe. Probiert die einfach mal aus. Macht echt Fun, mit der zu spielen. Und, ja, wenn man ein bisschen gutes Aim heute hat, dann. Okay, scheiße, Mann. Ich wollte mich gerade eben umdrehen und den Kerl wegballern, aber natürlich. Nee, mit so einer Scheißwaffe, Granatenwerfer, irgendwas holt er mich weg. Und wieso leckt das so rum, Alter? Genau, matschige Texturen. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ja, hier schon wieder. Das fällt mir jetzt gerade eben. Oft auf matschige Texturen, ne? Okay. Oh mein Gott, er Noob ist schon wieder hinter mir, Alter. Bruder, Bruder, ne? Ja, er hat mich fast. Gerade eben fast wieder gekillt. Wir gehen mal aus der Lobby raus. Die taugt mir nicht so ganz, leider. Machen wir mal die Helligkeit ein bisschen höher, damit ich die Gegner auch schön sehen kann. Und ich würde sagen, wir suchen mal Fahnen erobern, weil mir macht das eigentlich am meisten Spaß. Und nein, ich nehme die Freundschaftsanfrage nicht an. Weil, kurzer Tipp, warum nehme ich die nicht an? Ja, das hatten wir schon bei Modern Combat 3. War das ein ganz, ganz großes Problem auf jeden Fall bei mir. Dass, wenn man viele, viele Freunde hat, und auch bei Modern Combat 2 war das, glaube ich, der Fall, wenn man ganz viele Freunde in Game Loft Live hat, dann hat es leider angefangen zu laggen. Und das war einfach richtig beschissen. Ich saß da teilweise wirklich tagelang.
und habe jeden Tag wirklich 2 Stunden lang irgendwelche Freunde gelöscht. Und das hat mich immer richtig, richtig aufgeregt, weil, ja, ich weiß nicht, woran es lag. Ich habe auch damals den Support mal angeschrieben, ob sie vielleicht nicht einfach One-Click meine ganzen Freunde aus der Liste einfach rauskloppen können. Aber die meinten irgendwie, dass das nicht funktioniert. Scheiße, Granate. Alter, war das knapp, ne? Aber ganz kurz nochmal, MC5, es ist wirklich, ihr habt, das ist jetzt so hier das typische Beispiel. Ihr killt den Gegner, ihr wirft noch eine Granate und ihr sterbt dann einfach. Ich glaube, das kennen hier wirklich die meisten Leute, das nervt einfach. Aber ja, dagegen kann man jetzt leider nichts machen. Oh, bitte stirb. Ja, er stirbt. Und schon wieder Granate. Okay. So, wo sind die jetzt, hä? Ich habe irgendwie das. Da unten. Okay, der läuft da unten lang. Scheiße, laufen wir wieder hoch. Er weiß ganz genau, dass ich da oben bin. Oh, gerade eben noch beide weggeholt, ey. Scheiße, scheiße, ich will echt nicht sterben jetzt. Ah, Gott, ich habe gerade eben auf den Airstrike gedrückt. Scheiße, naja, egal. Stimmen wir hier mal für Verlängerung ab. Ist eigentlich eine richtig geile Map. Und wir spielen hier gegen. Okay. Airstrike. Wo war das? Setzen wir den mal ungefähr in die Mitte. Und die dürfen natürlich nicht unsere Fahne zurückbringen, weil wir liegen schon 0 zu 2 hinten. Und das wäre natürlich jetzt nicht gerade toll, wenn wir das jetzt verlieren würden. Deswegen. Oh Mann, gerade eben wollte ich ihn ficken. Alter, nein! Ja, wir haben die Fahne zurück. Puh, gut gemacht, Bruder. Da kommt, glaube ich, gleich einer. Da sind meistens auch mal welche drinnen in dem Raum. Ja, wusste ich doch. Hinten war einer am Spawn. Der hat gar nicht reagiert. Wir liegen immer noch 0 zu 2 hinten. Das ist gar nicht gut. Okay, scheiße, feindliche Drohne. Ist auch nicht gut, aber wir suchen da unten. Scheiße, wo ist der? Oh Gott, noch ein Schuss und ich hätte ihn gekillt. 100%. Manometer, ey. Manometer. Noch ein Scheißschuss und er wäre tot gewesen. Aber der Gegner beeilt sich jetzt ganz schön, sehen wir. Aber ich denke, ich bin zuerst bei der Fahne, weil ich unten lang laufe, wenn ich jetzt hier nicht irgendwie beschissen gekillt werde. Nein, wie bin ich jetzt gestorben? Oh fuck, der Kerl war hinter mir. Ich würde sagen, wir haben verloren, oder? Ja, gleich haben wir verloren. Oder doch nicht? Doch, haben wir. Jede Sekunde müssen wir jetzt verlieren. Was ist denn jetzt? Ah, nein, unser Mitspieler hat die Fahne. Das ist doch mal gut. Alter. Scheiße, scheiße. Oh Gott. Was war das gerade eben für ein Aim? Alter, ich habe gerade so das Gefühl, dass hinter mir gleich irgendwelche kommen, ne? Da kommen gleich 100% zwei. Pass auf. Sitzt da hinten in der Ecke, ne? Alter. Komm, 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 komm. Ja. Unsere Fahne wurde gerade zurückgebracht. Und der weiß, dass ich da oben bin. Nein!
Depp. So, die nehme ich mir jetzt noch schnell, dann kriege ich noch die Punkte. Und die Drohne, ja. Nein, das Spiel stürzt jetzt ab. Das Spiel stürzt ab, oder? Ja, super, genial. Genial, dass es jetzt in diesem Moment abstürzen muss. Also, was mir jetzt auf dem iPhone 6 Plus ist, es mir jetzt schon echt oft aufgefallen, dass das Spiel nicht nur MC5, sondern auch einfach so ganz kleine Bugs fallen mir einfach auf. Zum Beispiel höre ich in der Früh immer Musik im Bus und dann mache ich halt lauter. Und wenn es mir halt dann ein lautes Lied kommt, mache ich halt dann leiser. Und wenn ich dann irgendwie wieder leiser oder lauter machen will, also noch leiser oder lauter, und ist ja egal wie rum, dann kann ich das gar, dann geht die Lautstärke auf null und ich kann nichts mehr machen. Ich muss dann das Handy neu starten und das regt mich echt auf. Das iPhone 6 Plus ist echt ein geiles Teil, muss man schon sagen, weil es einfach so richtig fett ist, das Handy. Und das gefällt mir auch eben so gut an dem Handy, weil es einfach riesig ist. Und ich bin es jetzt eigentlich schon so gewohnt, dass ich mit gar keinem anderen Handy mehr klarkommen würde. Boah. Weil ich hatte jetzt neulich mal irgendwie das S5 in der Hand und habe mir gedacht, Alter, ist das Handy klein, ne? Hey, mit der Red habe ich echt schon lange nicht mehr gespielt. Na egal. Hab ich mir halt gedacht, Alter, wie klein ist denn das S5? Und ich habe schon wirklich irgendwie so vergessen, wie es ist, ein normales Smartphone zu haben. Also, scheiße. Das ist ein Gegner. Okay, wir werden von den Gegnern ordentlich zerlegt. Bis jetzt. Alter Mann. Ah, Gott, ey. Wo war der denn jetzt schon wieder, ne? Das sind immer so diese Sachen, die mich immer aufregen, Alter. Nein! Red, Red. Bruder, Waffenwechsel. So, dann spielen wir doch mal. Nee, doch nicht mit der Compact, genau. Compact ist jetzt am Start, Bruder. So, die Granate mal da drüber werfen. Hat nicht ganz geklappt, leider. Ey. Mann. Ich mach wieder U4 hier. Alter, ich hab dieses Scheißvisier leider ausgewählt. Das kann man echt total vergessen, leider. Das hier, das sieht eigentlich endgeil aus. Schaut euch das mal an und dann ist es so nah rangezoomt und das. Oh! Ich bin schon wieder tot. Jetzt hätte ich auch gern die Red am Start, ne? Aber kann man jetzt nicht ändern. Hä? Stirbt er heute noch mal? Scheiße, Alter. Weg hier. Ich probiere einfach nur die Position hier zu verteidigen. Weil wir werden sowieso zerlegt. Ah, fuck, hier konnte man früher immer noch so gut campen, ne? Oh, bitte sag nicht, dass unser Teammate jetzt stirbt. Okay, 2-2, sehr gut. Sehr gut gemacht, Brüder. Ich verteidige jetzt einfach mal hier die Fahne. Und mach nichts anderes. Hier sind schon zwei gestorben. Ich spiele jetzt mal hier den Supporter. So, Drohne habe ich aktiviert für mein Team. Ja, du kannst echt gut Granaten werfen, Alter. Gratulation. Gratulation, du hast es echt toll gemacht. Nee, wie mich. Nee. Alter. Tja, das war's auch schon, Leute. Wir haben gewonnen. Und ja, ich gehe wieder ins Hauptmenü zurück. Und ja, wir sehen uns wieder bei der nächsten
Ja, entweder deutschen Preview oder zu einem weiteren Modern Combat 5 Multiplayer Video. Ja, bewerte nicht vergessen. Ich bin raus, Leute. Schönes Wochenende. Servus.